Tim, wo ist denn? Oh Gott, nerv dich nicht. Sie ist in der Küche. Musst du immer so schlechte Laune haben? Wie war's in der Schule? Test in Mathe war kacke. Aber beim Sport hat man riesig den Arm gebrochen. Sah richtig mies aus. Und danach ist der Krankenwagen gekommen und war so schnell. Musst du das ganze Toastbrot auffressen? Das ist teuer genug. Wenn du was Richtiges willst, die Mikrowelle ist wieder frei. Mann. Schicki, lernst du etwa? Nur Hausaufgaben. Dein Ernst, Mel? Sorry. Du bist widerlich. Nein, du bist widerlich. Und frag, was du meinst. Ich muss weg. Und wohin? Weg halt. Bis später, Chicky. Und mach nicht allzu widerlich. Und wenn es heißt. Hey, Schatz, ne? Hast du nicht schlafen können? Alles gut. Tut mir leid, dass es so laut war. Ihr seht ja total beschissen aus. Ich wollte gerade aufräumen. Hilfst du mir? Vielleicht können wir dann nachher noch einen Film gucken. Schatz, du weißt, dass ich dich unglaublich lieb habe. Tut mir leid, dass ich... Das ist alles... Das ist nicht so einfach. Kommt der wieder? Er darf dir nicht mehr wehtun. Ich weiß.
jetzt an gibt's nur noch dich und mich, ja? Und Niki. Ja. Niki. Ich werde euch jetzt einmal erklären, wie es weitergeht, okay? Da eure Mutter verstorben ist, sieht die Rechtslage vor, dass das Sorgerecht dem zweiten Elternteil zufällt. Also eurem Vater. Manuel Peña. Da ihr ihn schon lange nicht mehr gesehen habt, haben wir geguckt, ob er für euch sorgen kann. Und die Überprüfung hat gezeigt, dass er gut für euch sorgen kann. Hört mal, ihr zwei, ich weiß, es ist eine total schwierige Situation, aber wir... Entschuldigen Sie bitte, der Stau. Alles gut. Ehrlich gesagt waren wir gerade dabei, darüber zu sprechen, dass die Kinder in Zukunft... Haben wir es dann? Können wir den Rest vielleicht telefonisch klären, Frau Dahl? Natürlich. Na komm, Melanie, Schatz. Tschüss, Melanie. So, da wären wir. Eure Zimmer sind da oben. Aber Christine wartet bestimmt schon auf euch. Sie freut sich sehr, euch kennenzulernen. So. Dein Zimmer ist vorne rechts. Melanie? Mhm. Ich bin Christine. Und wo hast du deinen Bruder gelassen? Weißt du nicht? Niki? Wo ist Niki? Ich schau mal nach ihm. Ganz schön aufregend, ne? Ja, dann sag ich mal herzlich willkommen. Mhm. Aber wenn du irgendwas brauchst oder irgendwelche Fragen hast oder was auch immer, dann bin ich jetzt für dich da, okay? Hallo. Hallo. Was machst du gerade? Ich mache gerade eine Suppe aus Möhren und Kartoffeln und Zwiebeln. Magst du sowas? Magst du eine Fanta? Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Vielleicht magst du deine Jacke ausziehen. Ganz schön heiß. Ganz schön heiß, ja. Ich nehme sie dir ab. Hallo, Melanie. Darf ich reinkommen? Hm.
Ich, also wir kennen uns ja noch gar nicht so richtig. Und ich weiß, dass das meine Schuld ist. Aber ich würde das gerne ändern. Wir könnten ja zum Beispiel morgen eine Fahrradtour machen. Du musst das nicht machen. Ach, weißt du, ich fahr gerne Fahrrad, oder? Wir könnten zusammen im Sommer schwimmen gehen. Nein, danke. Ich dachte nur, dass Nein. du vielleicht... Also, Christins Fahrrad steht schon ich ewig... Ich brauche dich nicht. Ich habe Niki. Und wir kriegen das alles gut alleine hin. Und außerdem, Schwimmen und Fahrradfahren tue ich sowieso nicht. Okay. Wenn du es dir anders überlegst. Ich bin da. Ach, und Melanie, wenn du weißt, wohin Niklas verschwunden ist, sagst du mir Bescheid, oder? Ich mach mir langsam wirklich Sorgen. Ich auch, wenn ich bloß wüsste, wo der Kerl sich immer rumtreibt. Christian, erschreck mich nicht so. Wo warst du denn? Unterwegs. Er hat nach dir gefragt. Soll er doch. Sonst kriegt der Penner keine Antwort. Ja, aber was machst du denn? Du weißt schon. Leute treffen, unterwegs sein, labern. Sowas halt. Mann, dieses Arschloch hat uns verlassen. Jetzt macht er auf heile Familie. Aber nicht mit mir. Ich will doch nur nicht, dass du Ärger bekommst. Keine Sorge. Ich passe schon auf mich. Auf uns auf. Gute Nacht, Niki. Du schneidest nicht wieder so laut. Hast du Lust? Welche Farbe möchtest du denn? Rot. Rot. Dann hier deine roten. Danke. Bitte schön. Ich nehme dann grün. Ist grün deine Lieblingsfarbe? Ja. Ist die Farbe der Hoffnung. Und rot ist die Farbe der Liebe. Das stimmt. Ich würde sagen, wer die höchste Zahl hat, fängt an. Okay. Also es muss nicht unbedingt 6 sein. Dann fang du an. Kommt ja richtig gut. Hey. Okay. Schauen wir mal. 5. Dann fängst du an. Dann fange ich an. Oh, gleich eine 6. Wunderbar. Und eine 5. Sehr gut. Würfeln. Und... Ah, schade, du bist wieder da. Ich kann nicht schwimmen und auch nicht Fahrrad fahren. Warum hast du mir das nicht einfach gesagt? Ging nicht. Warum bist du nicht bei uns geblieben? Ging nicht. Entschuldige, bitte. Penja. Ah, hey, du bist. Ja, natürlich. Ich komme sofort. Bis gleich. Melanie, ich muss leider noch mal los. Und wohin? Niklas abholen. Christine? Nein.
weh. Nein! Tu mir nicht weh. Nein! Mel. Hey, wach auf. Niki, was ist? Niki? Melanie? Niki, nein! Melanie! Komm her. Komm her, Schatz. Komm her. Wach auf. Komm, du bist ja total verschwitzt. Guck mich mal an. Hallo. Alles gut. Alles gut. Komm her. Wir schaffen das, Süße, okay? Ich bin da. Alles gut. Na komm, wir ziehen mal was Frisches an, ja? Und machen mal was zu essen. Mhm. Auch für die Jungs. Ich habe Hunger. Ja. Aber ich nehme die Pizza dabei und ja, garantiert für Niki Pizza Salami und für Papa eine Pizza Diviale. Lass mich mal! Niklas, setz dich! Lass mich mal! Komm, wir gehen mal raus und wir bestellen draußen die Pizza. Hm? Was ist denn passiert, Niki? Was passiert ist? Dein Bruder ist beim Klauen erwischt worden. Ich konnte den Kioskbesitzer gerade davon überzeugen, nicht die Polizei zu rufen. Hat dich keiner drum gebeten. Das geht so nicht, Niklas. Ganz ruhig. Komm schon. Okay? Gebt euch Zeit. Alles gut. Du machst das super. Kinder, hört zu. Ich weiß, ich war ein Feigling. Ich hätte euch nicht alleine lassen dürfen, aber die Beziehung zu eurer Mutter war einfach kompliziert. Trotzdem war es ein Riesenfehler. Und es vergeht kein Tag, an dem ich es nicht bereue. Aber jetzt bin ich hier. Und ich gehe so schnell auch nicht wieder weg, egal was ihr versucht. Okay? Okay? Können wir jetzt endlich Pizza essen? Ich hab Hunger. Auf jeden Fall. Ich nehme die Pizza Hawaii. Ich esse auch mit. Und du kochst du auch manchmal? Ja, aber nur fertig essen. Also fertig essen. Da, Wasser rein und fertig. Mhm. Habe ich hier beigebracht. Hast du hier beigebracht? Mhm. Ja, dann könnt ihr beide mal zeigen, was ihr könnt. Macht immer das Abendessen. Wir können uns auch immer abwechseln. Von mir aus können wir auch so einen Kochplan machen. Ja. Vielleicht kann ich ja mal versuchen, Salat zu machen. Na, auf jeden Fall. Kann ich dir beibringen. Wir können uns gegenseitig kochen beibringen. Mhm. Also manchmal mache ich auch Nudeln. Nicht fertige Nudeln, sondern einfach nur Nudeln. Es dauert aber ein bisschen länger im Wasser. Nudeln einfach so? Nichts drauf? Je nachdem, was da ist, ne? Kennst du ja nicht anders. Mhm. Also wir gehen eigentlich jeden Samstag auf den Markt und kaufen das Gemüse, was es halt gerade gibt. Und man kann eigentlich fast aus jedem Gemüse auch eine schöne Soße für die Nudeln machen. Je nachdem, ob es flüssig oder so ist, ob man das machen kann. Ja. Aber zum Beispiel mit stückigem Gemüse könnte man auch Lasagne machen. Dann kann man so schichten. Und dann kennt ihr Lasagne? Schon mal gegessen? Fertig Lasagne. Ja, fertig Lasagne.